Ach, der Soundtrack. Der Soundtrack ist so grandios und so herrlich beruhigend. An verregneten Nächten kann man das so schön hören. Der Kapitel 2. Die Königin des Lichts. Lang lebe die Königin. Hilf mir, Aurora! Hilfe! Wer scheint da? Ach, lass mich einsam. So, was sagt da der Schlüssel? Rechts zum alten Kloster. Links zum Altar von Maltinus. Dein Rabe wird sein. Bisschen nur so türisch. Steine im Boden, die wachsen doch nicht. Ich habe schon erwähnt, wie gut der Soundtrack ist. Er ist Hammer. Ein Geist. Warte, Geist. Verlass mich nicht. Es werden sich die Geister scheiden. Ach ja. Ich zerfetze hier mit Kala und um mich. Schmetterling, warte. Hier bitte. Ungeschliffener Rubin. Yes! Okay, da geht's nicht um. Da geht's nicht hin. Aber hier, wullum blum. Ein Geist greift mich an. Hereingelegt. So eine Bitch. Einige Gegner sind anfällig gegen Magie. Au! Ah, wie cool, weil Hitpoints gezielt. Okay, was habe ich denn mit Magie? Achso, hier. Sternlicht. Am Friss. Weil es lange dauert, blende ich mich ein. Verwundbar durch Licht. Wow! Schnell einsammeln. Aha, du böser Geist. Angefangen. Niemand hält mich auf. Blümchen, warte. Folge meiner Stimme. Durch diesen gespenstischen Ort. Du hast wohl keine andere Wahl. Ist hier unten was? Oh. Das ist ein Gargoyle. Gargoyle ist. So eine Gargoyle-Statue. Senden wir die mal. Damit. So, jetzt bin ich dran. Handeln. Das Sternlicht auf den Kackagel mit dem Blenden. Ich muss beide blenden, das ist ja auch. Boah, krass. Wie fies! So, jetzt kriegst du die auf die Schädeldecke. Yeah, weg! Der Viecher kriegt. Boah, ich krieg ja ziemlich auf den Sack. Handel, Hieb! Aurora! Siegerin! Schon wieder. Oh, hab ich gefunden, einen Zweiertrank. Wo war ich denn das gefunden? Ah, eine Kiste. Mach mal auf. Glühwurm-Elixier. Inventar öffnen. Was ist Glühwurm-Elixier? Was ist denn Glühwurm-Elixier? Mach mal Inventar auf. Oh, Fertigkeiten. Ah, ich habe einen Fertigkeitspunkt. Okay. Dann machen wir das gleich. Starke Aufwertung. Erhöht die Stärke dauerhaft um 2. Halt, ich wollte noch sehen, was wir haben. Inventar. Füllt Igniculus Lichtanzeige wieder auf. Igniculus, zeig mir den Weg. Zeig mir. Ach. Achso, hier geht's. Leuchtet. Ja. Dreh dich um. So, nehmen Sie. Überraschungsangriff von Aurora.
Wie ist. Gut, am Ländern handeln. Sternlicht auf die Zauberer. Nennen das Vieh. Wie das Licht und die Liebe. Sailor Moon. Sailor. Überhol dich. Jawohl. Zwölf Schaden statt 9. Kleine Prinzessin. Viel Nektar gefunden. So was Lustiges. Witziges. Der Glühwürmchen. Der Glühwürmchen. Achso, die Glühwürmchen erhöhen das Leben. Diese bunten Sachen. Lauf, Schlomo, weit. Ah, oben. Das ist ein Dragon. Aurora. Diese Tür ist zu. Wir müssen sie öffnen, und zwar im Nu. Sonst ist sie dann zu. Schnell, Nu. Also ein Kriechtyp und ein Geist. Beide. Beide. Also. Stelle Licht. Auf. Nein. Büß meine Krone von meinem Reichen. So, hier braucht ein einfacher Hieb. Ich bin eh nur Fall und Sinn. Boah, Level 5. Starkes Heiltonikum gefunden. Türchen auf. Ah, jetzt sind wir hier in einer Fabrik. Okay. Fertigkeiten. Gucken wir mal. Verteidigen reduziert den Schaden durch Angriff um 60% und erhöht in der nächsten Runde das Tempo auf der Zeitleiste um 70%. Okay. Lichtstrahl. Erhöht den maximalen MP dauerhaft um 1 schon wieder. Also Magiepunkte. Anscheinend steht das MP. Schätze ich. Ausweichen. Magieresistent, Verteidigung. Okay, das sind, wie schon gesagt, die all die passiven Fähigkeiten. Was gibt's dann hier? Ah, Moment mal, jetzt kapiere ich das. Oder kapiere ich das nicht? Nicht. Stimmt, das Kreis sind Aktionen. Ich meine, das viereckigen Symbole sind Aktionen und die Kreis sind die passiven Fähigkeiten. Ja, so viel hat sie auch nicht. Lernt ihr dann am Ende. Anyway. Verteidigen um 70%. Hebelchen. Wie kommen wir hinauf? Kannst du es mir sagen? Ich wünschte, Flügel könnten dich dorthin tragen. Aurora, erleuchte die Oculi. Lass es mich einmal wagen. Schnell hoch, schnell. Okay,
Okay. Jetzt wieder, damit die hochkommen. Feuer oder so. Was glaubst du, schmoren sie in diesen Behältern? Doch keine Kinder. Oh nein, vielleicht gar ihre Eltern. Eieiei, was ist das für Fantasie hier? Einmal mal runter damit. Kann ich da runterklettern, ne? Rüberklettern? Ich schätze mal, ich habe hier keine Ahnung, was ich mache. Vielleicht ist das alles theoretisch machbar, was ich hier versuche. Wenn nicht, dann ja, dann habe ich mich so. Na! Komm auf die Kiste! So, hat's doch geschafft, die Kleine. Ah, hier. Ah, da dampft er schon. Da dampft hier schon die Bluse. Ah, okay, verstehe. Nein, warte! Warte, ich hab doch nicht die Kiste. So, jetzt. Der schöne Tag. Headbang! Heavy Metal! Okay, haben wir das auch geklärt. Jetzt haben wir die Tür und wir hier mit und ab geht's. War das aber schön. Ach, geht's hier weiter? Oder gehen wir da hin? Oh, was ist das? Ungeschliffener Rubin gefunden. Ach, herrlich. Endlich, wir sind an unserem Ziel. Vorsicht, er wirkt ein Zauber ganz subtil. Hinter Glas brachte mich gemeines Rankenspiel. Aui, shall we begin? Was machen wir hier? Ah, okay. Los, da doch. Ah, jetzt gibt's wieder die Lichterspielchen. Grün. Das ist ja alles blau. Das ist ja alles blau. Hilfe, ist das ja blau. Ich drücke doch auf Rot. Ey, wie gemein. Da passiert da noch was. Achso. Hier! Farbe ändern. Okay, blau. Auch noch ein Fensterchen haben wir. Kommt und befreit mich aus meinem Exil. Ist das vielleicht eine Falle? Ich weiß es nicht. So böse Geister zu befreien ist nicht gut. Nichts mit Nacken übertrieben. Nun bist du gleich tot. Ich will schon den Reim erspüren. Trau deinen Augen nicht, ich bin nur ein Traum. Der scheint zu real, wir wollen unser Tod. Sterne nicht. Das ist ja
erste Battle, der erste Bossfight. Tempo erhöht. Oh, krass. So, Hieb. Gnade schmeckt. Tempo erhöht. Ah, die sind mit mir voll. Oh, Scheiße. So, nochmal hier. Immer auf dem selben. Nacheinander fertig machen. Hauptung. Ah, ich wollte dich eigentlich. Sternlicht. Ja, der eine ist schon weg. Boah, das schmeckt gleich ein Lügel hier. Winze sammeln! Ich hab keine Winze! Ja. Ich hab doch dies. Ich hab doch den Trank, aber egal. Nochmal Hieb. Ja. Das war's, Level 6! Stufen auf Schnee! Erster Bossfight hier. Magie-Sternschrauben. Objekt gefunden. Gefangen hält mich dieses, doch bin ich bereit, nun zu erwarten. Kind, deine Vision, nimm meine Hand. Fass sie schon an. No. Einst schien die Sonne über einem Land, voll saftiger Täler und weißen Gipfeln. Und nachts erglühten Burgruinen, alabasterfarben über den Wipfeln. Im Sternenlicht und Mondenschein. Eine Königin des Lichts beherrschte dieses Reich. Des Nachts wandelte sie durch den Palast, ihr Strahlen der Morgenröte gleich. Doch plötzlich verschwand sie durch üblen Streich. Die Königin war fort und mit ihr das Licht. Dunkelheit erfüllte den Palast. Der Usurpator Umbra blieb außer Sicht. Die Töchter schickte sie an ihrer Stadt. Sterne, Mond und der Sonne funkeln, raubten sie vom Himmel, ließen das Firmament verdunkeln. Dann überfielen Umbras finstere Gesellen unser Land. Sie nahmen uns das Leben mit dem Streich ihrer Hand. Das ist ein ziemlich großes Fenster. Ergreifend, Madame, sind eure Worte. Nun weckt mich auf, ich danke sehr. Red dich so fad, fallt ihr in Schlaf. Ich spreche wahr und keine mehr. Um uns liegt das Land Lemuria. Mein Kind, ich mache dir nichts vor. Der einzige Weg ist ein magisches Tor, ein Spiegel mit einem Thron davor, gestohlen von Umbra, Königin der Nacht. Nur ein Weg führt dich heim. Verbanne das Dunkel mit aller Macht. Befrei Sonne und Mond, damit das Licht uns wieder lacht. Nein, unmöglich. Mein Vater erwartet mich. Der Glühwurm versprach mir schnelle Hilfe. Wisst ihr, auch einen Namen habe ich. Verzage nicht, mein liebes Kind. Ich ruf Igniculus, euch zu helfen. Ein Käfer groß wie eine Nadel, zu wenig, wie ich finde. Die Gestirne zu holen, schaffe ich wohl kaum. Verzage nicht, mein liebes Kind. Sonne und Mond suchen im höchsten und tiefsten Raum. Geh dahin zurück, von wo du kamst. Vorbei am Altar, wo du bist, erwacht. Durch eines Baumes Dornenkleid. Unterwegs wird Hilfe dir gebracht. Wie erreiche ich den Himmel? Und weh die Sterne? Mein Kind, die Antwort liegt über dir. Öffne die Augen, schweif nicht in die Ferne. Ah, ein Licht.
heller leuchtet über meine Augen. Und Mega-Rüstung jetzt, Epic. Oh, welch Wunder, welch Erstaunen. Ich erflüge. Ich fliege wie eine Fee, als wäre es nichts. Juhu. Aurora, du bist ein Kind des Lichts. Hör gut zu, behalte diese Zauberkrone auf dem Haupt. Setz sie nicht ab, verstehst du nie. Noch ein letztes, bevor ich von dannen ziehe. Solltest du je verzagen, dann spiele sie. Danke sehr, aber wofür ist sie gut? Ich hör dich nicht, Kind. Sei auf der Hut. Leb wohl. Warte, aber ich muss wissen, was mein Vater jetzt macht. Umgeben bin ich von endloser Nacht. Och ja. Gewöhnliche Flöte. Drücke W, um zu fliegen! Yeah. Und so wanderte Aurora durch den Forst fern von daheim. Nur die Sterne zum Hirten. Vom Glühwurm begleitet, ansonsten allein. Besorgt um das Wohl der Familie, die nicht mit ihr kam, suchte sie nach Sonne und Mond, nach ihres Vaters Arm. Und irgendwo in der Nacht, lauernd auf einem Thron im Dunkeln, wartete Umbra, die Schlimme, auszulöschen Auroras Funken. Starkes Haltonikum gefunden. Mann, neben dem Flügel erleichtert es halt gesagt. Und hoch geht's. Hauwei, so fühlt man sich also dabei. Flieg, Aurora, du bist frei. Auf zum Nimmerland. Kapitel 3, gehen West. Go West. Nun, ich würde sagen, unsere Route ist klar. Nach links müssen wir fliegen. Dann werden wir des Dornenbaumes sicher gehen. Hoch, Ignikulus, versuch mich einzukriegen. Okay, ein Challenge kommt. Was soll ich nur machen? Links vom Altar von Maltitus. Wer sagt das? Was soll ich nur machen? Auch meinen Traum folgen und lachen. Herrlich. Was soll ich nur machen? Amen. Wer redet da über machen? Was soll ich noch machen?